Ich bin Nele und das ist Bianca und wir sind heute hier im SOS Familienzentrum. Und Bianca, warum sind wir denn heute eigentlich hier? Weil heute die Eröffnung stattfindet. Ja. Hallo Herr Kahn. Was sagen Sie dazu? Gefällt Ihnen das? Das. Genau. Das ist unser Nina, Ina.
läuft ein Film. Halte Gott dich fest in seiner Hand.
Ja, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt auf das Programm geguckt habe, ist das jetzt, glaube ich, mein Einsatz, den ich jetzt hier leisten will. Das mache ich sehr gerne. Ich bin hier sehr gerne hergekommen, weil dieses Projekt verfolge ich auch schon eine gewisse Zeit. Als die ersten Gedanken an mich herangetragen wurden, da habe ich gedacht, na, wollen wir mal gucken, ob es das wird. Es wäre schön, wenn es denn klappen würde. Und damals war Frau Clausen schon dabei und hat gesagt, wir haben den Mut und wir arbeiten da dran. Und Herr Müller hat gesagt, ja, wir haben schon vieles fertig gekriegt und das scheint auch zu gelingen. Und ich habe es dann immer beobachtet und habe gedacht, naja, wollen wir mal schauen. Und nun ist es soweit und ich freue mich mit Ihnen allen, die Sie heute hier als Gäste hergekommen sind. Ich freue mich natürlich insbesondere mit denjenigen, die das nachher betreiben werden. Und natürlich bedanke ich mich bei denen, die auch den Mut gehabt haben, diese Entscheidung, die dafür ja auch notwendig gewesen sind, zu treffen. Und Dr. Landers, vielen Dank, Herr Fromm, dass Sie das eben auch übernommen haben. Das ist auch ein Stückchen Verantwortung, was getragen wird. Und wir sind uns, glaube ich, alle sicher, die wir hier in dem Raum sitzen, dass dieses Familienzentrum in Grimm eine Lücke schließt, die man vorher gar nicht gespürt hat vielleicht. Aber ich glaube, der eine oder andere weiß ganz genau, wie das mit dem Zusammenleben inzwischen aussieht. Es ist doch ein bisschen weiter auseinandergerückt in der Familie. Die Menschen arbeiten weit entfernt. Und viele Familienverbünde, die es früher gab, die die Erziehung übernommen haben, nicht mein ganzes Dorf, sondern Familienverbünde, die funktionieren heute bei weitem nicht mehr so, wie es ist. Und es gibt Familien, die auch Schwierigkeiten haben im Umgang mit den Kindern. Und da geht es nicht bloß um die Frage, warum hört das Kind nicht auf mich? Das habe ich sehr wohl hier eben vernommen. Wenn ich die Frage nicht so einfach beantworten könnte, dann wäre das richtig schön. Keiner versteht mich, keiner hört auf mich, keiner hat mich so richtig gerne. Das denkt man so manches Mal und trotzdem ist Kindererziehung immer eine sehr spannende Geschichte und letztendlich führt sie fast immer auch zum Erfolg. Wo sie nicht zum Erfolg führt, da muss man Unterstützung geben. Das machen wir teilweise auch mit unserem Jugendamt. Das machen viele Ehrenamtliche, das machen Vereine. Und das, denke ich, wird auch eine der Aufgaben sein, die Sie hier übernehmen, Menschen zu helfen, die manchmal nicht mehr weiter wissen oder denen auch nur ein kleiner Schubs fehlt, um den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, insofern freuen wir uns alle auf diese Einrichtung. Ich habe das beobachtet, wie das hier vorangeht. Ich habe auch aus der Zeitung erfahren, dass Sie schon aktiv waren, bevor dieser heutige Tag hier stattfindet. Und es ist natürlich auch insbesondere spannend, weil der Landkreis hat ja zwei Funktionen hier. Wir sind auch Vermieter dieses Objektes und hatten eine lange Zeit darüber nachgedacht, was wird denn jemals daraus werden? Macht es Sinn, diese Immobilie zu erhalten, wenn wir jemals einen Nutzer finden? Auch deshalb sind wir froh, dass wir hier zueinander gekommen sind. Es gibt jetzt eine sinnvolle Nutzung und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie hier diese Gebäude immer voll haben. Und ich finde auch gut, dass Sie die Dinge angreifen und zwar ehrenamtlich Leistung fördern. Und das ist ja eins Ihrer Prinzipien, dass Sie Ihre Leistung, die SOS-Kinderdörfer, auf sehr breite Schultern laden und diese breiten Schultern setzen Sie zusammen aus denjenigen, die ehrenamtlich hier vor Ort tätig sind, in den vielen Einrichtungen, die Sie betreiben, hier immerhin dann schon die dritte, und den Menschen, die natürlich auch etwas dazu beitragen, dass es finanzierbar ist. Und Sie haben eine Anziehungskraft inzwischen entwickelt, nicht nur hier in der Region, ich komme also sehr gerne immer in Ihre Einrichtungen. Und mein Herz schlägt auch für Sie mit, weil Sie was aufgebaut haben, was seinesgleichen hier in der Gegend sucht. Aber Sie brauchen natürlich auch weitere Unterstützung und Sie müssen auch die Anziehungskraft entwickeln, um hier am Standort Grimm die Menschen, die dieses Gebäude füllen sollen, mit Leben erfüllen, dass sie die hierher bekommen. Da bin ich mir aber sicher, weil hier viele bekannte und vertraute Gesichter im Raum sind. Ich sehe übrigens auch etliche Kreistagsmitglieder, die ich auch nochmal recht herzlich begrüße. Das heißt auch, die Anerkennung im Kreistag ist vor allem hierfür und Stadtvertretung und die Stadtverwaltung ist ja auch präsent. Insofern haben Sie quasi alle schon mit im Boot. Jetzt müssen Sie noch sehen, dass Sie das nutzen, den Schwung, die Dynamik, die uns die Kinder schon vermittelt haben mit dem Frühling. Da denke ich, bin ich auch guter Zuversicht. Und ich glaube, Werbung durch Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Allerbeste. Und das wird Ihnen gelingen, so voll wie das Haus heute ist, werden wir, glaube ich, alle nach draußen mitnehmen. Das ist eine schöne Einrichtung, es lohnt sich, hierher zu kommen. Und hier kann man was erleben und hier kommt man voran. Und dabei will ich Ihnen gerne mithelfen, in dem bescheidenen Maße, wie das der Landkreis tun kann. Und drücke die Daumen für viele Erfolge, viele Begegnungen und viele Gemeinsamkeiten in der Region. Haben Sie vielen Dank. Eine Kleinigkeit habe ich dann noch mitgebracht. Die übergebe ich dann mal vor. Da können Sie auch was Liebes draus machen. Ja.
Gäste. Zunächst darf ich Ihnen die Grüße des Bürgermeisters übersenden. Und wir sind natürlich sehr froh und stolz, dass wir in unserem hier noch eine zusätzliche, so wunderschöne Einrichtung haben, die natürlich das Angebot hier wesentlich erweitert. Dadurch, dass wir von der Idee, die damals ja noch von Herrn Möller doch angeregt worden ist, sehr zeitnah die gesamte Entwicklung dieser Idee herangeführt worden sind, haben wir natürlich auch von der Auswahl des Objektes, ist natürlich auch zur Entwicklung dieses Objektes sehen können, was hier vorgefunden hat. Insofern können Sie natürlich besonders stolz sein auf das, was hier tatsächlich geschaffen worden ist. Und wenn man sieht, dass hier das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand war, dass wir in so kurzer Zeit, insbesondere natürlich auch mit der vielen freiwilligen Hilfe hier, dass wir auch sehen, dass das auch noch in Ihrem funktioniert und dass das, was für uns eigentlich auch Normalität ist, angefasst wird, das ist sehr schön. Wir hatten natürlich auch als Stadt das ganz große Glück, dass wir mitgenommen worden sind, dass wir mit den Ausschüssen schon weit bevor es hier ans richtige Bauen gegangen sind, dass wir in das Konzept eingeweiht worden sind, dass wir uns einbringen konnten. Und insofern sind wir natürlich ganz gespannt auf das, was jetzt kommt. Wir sind uns sicher, dass wir hier für ganz viele Leute eine Bewegung finden, dass Leute Rat geben und Rat suchen können. Das ist sehr wichtig in dieser Zeit. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, wünschen Ihnen viel Erfolg und ich denke mal, dass wir hier sicherlich uns noch auch begegnen können. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf die Zusammenarbeit. Alles Gute, viel Erfolg. Gibt es nicht nur ältere
Haben. Und ich freue mich so sehr, dass Sie alle hier sind, um gemeinsam mit uns zu feiern. Als junge Frau hatte ich einen Traum, wollte eine große Familie haben. Ich wollte mit meinen Kindern eine Fußballmannschaft bilden können. Heute haben wir mit meinen Kindern und deren Partner nicht nur die Fußballmannschaft zusammen, mit meinen Enkelkindern sitzen auch schon die Auswechselspieler auf der Bank. Ich war also viele Jahre Managerin eines mittelständischen Familienbetriebes und hatte täglich viele unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen zu meistern. Viele Eltern, viele von Ihnen sind hier Eltern im Raum, kennen solche Situationen. Wenn man nächtelang nicht schlafen kann, weil das Baby krank ist oder zahnt, wenn einem die schmutzige Wäsche über den Kopf wächst, wenn man einfach keine Geduld mehr hat, um mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, oder wenn drei Kinder gleichzeitig einen Magen-Darm-Virus haben, oder wenn der Lehrer eines pubertierenden Neunklässlers auf dem Elternsprechtag sagt: Wissen Sie, was das Beste an Ihrem Sohn ist? Dass das nicht mein Sohn ist. In solchen Situationen hätte ich damals gut Trost und Hilfe gebrauchen können. Jemanden, der mir mal zuhört, der mir vielleicht mal die Kinder abnimmt, einen Korb mit Wäsche bügelt oder mir gesagt hätte, ist nicht so schlimm, reg dich ab, renkt sich alles wieder ein. Das kenne ich auch. Meine eigenen Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die Fragen und Herausforderungen, die andere Eltern hatten, waren für mich der Motor, mich immer weiterhin in diesem Bereich zu engagieren. Rückwirkend betrachtet, weiß ich heute, dass die Unterstützungsangebote für Eltern so unterschiedlich sein sollten, wie die Familien sind. Für die eine Mutter ist der Austausch mit anderen Müttern im Spielkreis wichtig. Ein anderes Elternteil möchte mehr Sicherheit in Erziehungsfragen und besucht vielleicht einen Elternkurs. Andere Eltern wollen mit ihrem Baby eine Stunde unbeschwert Spaß im Wasser genießen und melden sich zum Babyschwimmen an. Und wieder andere möchten im Einzelgespräch mit einem kompetenten Gesprächspartner sich austauschen und nutzen dazu Elternberatung. Eine Kombination aus einem breiten öffentlichen Zugang und bedarfsgerechten Hilfen und Unterstützungsangeboten für Familien wird sich hier im Familienzentrum bewähren, da bin ich ganz sicher. Als ich 2008 bei einem Fachkräfteaustausch in Israel Ludger Möller kennenlernte, entstand die Idee, in der Kita im Lavendelweg mehr Angebote für Eltern zu etablieren. Und wenn wir darüber nachdenken, wie das alles entstanden ist, dann muss ich eigentlich sagen, Herr Kassel, Sie sind der Auslöser gewesen, nämlich Sie haben Herrn Möller erlaubt, dass er nach Israel mitfliegen durfte. Und wir hatten im Flugzeug und in Israel Zeit,
uns zu unterhalten und darüber zu sprechen, was wir machen. Und so kam die Idee, in der SOS-Kita die Türen mehr für die Umgebung zu öffnen und für das Gemeinwesen zu öffnen. Als dann am Ende 2011 Lücke Möller fragte, ob ich bereit wäre, hier in Grimm sowas wie ein Familienzentrum aufzubauen für SOS, waren meine Gefühle anfangs sehr zwiegespalten. Sollte ich meinen tollen Job bei der Familienbildungsstätte Jambus in Bad Sülze aufgeben, meine lieben Kollegen, die heute auch anwesend sind, verlassen und sich auf etwas Neues einlassen? Meine Entscheidung kennen Sie. Deshalb ist es heute ein tolles Gefühl, dass sich die Türen dieses Hauses für alle Bürger aus Grimm und Umgebung öffnen. Für mich ist ein Spruch Wirklichkeit geworden. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Es ist etwas schwer zu erkennen. Das ist genau die Ecke, in der ich jetzt stehe. Und so sah es hier noch vor ein paar Monaten aus. Und jetzt möchte ich Ihnen das Dream Team des Familienzentrums vorstellen. Und ich möchte meine Mitarbeiter und auch meine ehrenamtlichen Mitarbeiter bitten, sich hier einzufinden und mal nach vorne zu kommen. Als erstes möchte ich Ihnen meine Kollegin Andrea Dömer vorstellen. Andrea, komm aus der Ecke raus. Irgendwann in meinem Büro im, in
in der Dorfgemeinschaft und sagte, hier bin ich, haben Sie was zu tun für mich? Ich will helfen. Und er ist immer noch hier. Er hat uns während der Bauphase ganz viel geholfen und hat immer die Lücken zugemacht, die Handwerker nicht mehr geschafft haben oder wo Not am Mann ist. Frank hat wochenlang IKEA-Regale zusammengebaut. Er kann das jetzt im Schlaf. Sie können also ich würde auch da anfangen. Und darüber hinaus, wenn wir jetzt auch wirklich alles hier schön haben und nicht mehr so viel bauen müssen, engagiert er sich ehrenamtlich mit dem TV-Radio Grimm und wird hier im Familienzentrum auch Projekte mit Kindern und Jugendlichen durchführen. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Frau Knopf. Ja, Frau Knopf ist unsere gute Seele, die den Kindern gut tut. Frau Knopf macht nämlich Hausaufgabenhilfe an 2 Tagen der Woche und lernt auch mit meiner Tochter Mathe und hat gesagt, mein Mathe-Abi ist gerettet, seitdem es Frau Knopf gibt. Frau Knopf im Kopf. Und dann möchte ich bitte Heike Altmann herbitten und Frau Helfsgott und Herrn Helfsgott. Heike ist hier vor 4 Wochen oder so angefangen und hat uns durch unser Ferienprojekt begleitet. Sie war mit den Kindern die gute Seele in der Küche und hat ganz viel gekocht und gemacht und hat uns unterstützt in den 14 Tagen. Und Frau Heidemarie Helfsgott und ihr Mann haben sich gemeldet hier und haben auch gesagt, sie möchten uns unterstützen und bei allem, was so anliegt, sie machen alles. Ne? Sie sind so rundum Talente. Und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Heike, vielen, vielen Dank. Ja, wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag noch und nachher gleich.
würden sich die Türen von unserem Café öffnen und dann ist da noch ein bisschen was vorbereitet, dass sie sich jetzt gut gehen lassen können. Aber zunächst haben wir, glaube ich, noch ein Musikstück. Ja, zunächst möchte ich aber auch die Gelegenheit nutzen, Frau Klausen. Ach ja. Also da eigentlich, beziehungsweise so die Geburt lebt ja zum einen vom Engagement der Leute, die hier mitarbeiten und die sich einbringen, die nicht unbedingt immer auch auf die Uhr gucken. Das ist das eine, aber die Einrichtung lebt auch darin oder davon, wie man denn aufeinander zugehen kann, wie man Menschen einbinden kann, wie man Herzlichkeit ausstrahlt. Und ich habe den Eindruck, und den habe ich nicht nur heute, sondern die ganzen Wochen und Monate, wo wir zusammenarbeiten, dass sie das sehr, sehr gut machen mit ihrem Team. Und da sage ich Ihnen ganz herzliches Dankeschön. Danke. Thank you.
haben jetzt Frau Dr. Lambert hier, ist die Chefin von ganz Deutschland, SOS, und Herrn Fromm, der ist Chef vom SOS Dorf in Grimm. Ich frage an beide mal. Wir haben das ist ja nur das einzigste Dorf in ganz Mecklenburg-Vorpommern und das einzigste Familienzentrum. Sie kommen ja nur aus dem Süden und Sie sind nur im Norden. Wie ist das hier so? Ich bin beeindruckt, wie die Leute vor Ort hier im Familienzentrum mitarbeiten. Wir kennen das bei SOS, dass wir immer viele Freiwillige haben und viele Menschen haben, die sich für uns engagieren. Aber in dem Umfang, wie das hier oben im Norden gewesen ist, was ich gehört habe, was die beim Umbau hier alles mitgeleistet haben, wie viele Sachen wir geschenkt bekommen haben, die wir wirklich gut gebrauchen können, das fand ich absolut beeindruckend. Und dass ein Familienzentrum eigentlich in jeder Stadt, in ganz Deutschland sinnvoll und nützlich ist, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und dank des Vorgängers von Herrn Fromm gehört Grimmen offenkundig zu den Orten, die sehr früh eins bekommen haben. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit SOS-Dorf mit dem Land und mit der Stadt, wenn wir mal so fragen würden? Ja, die ist sehr intensiv im Austausch, weil es geht ja darum, dass man die verschiedenen Angebote, Unterstützungsmöglichkeiten, dass man das koordiniert, ja, dass man da im Netzwerk zusammenarbeitet. Es gibt ja wenig Sinn, also hier ein Familienzentrum zu haben und dann vielleicht im Nachbarort noch eins. Ja. Also da kann man ja gucken, wie kann man sich sinnvoll ergänzen. Darum geht's. Also von daher ist die Zusammenarbeit mit der Stadt sehr intensiv. Man ist da im Gespräch, man guckt, was braucht es hier. Und genauso ist es im Landkreis oder auch in der Region. Wo gibt es das nächste Familienzentrum hier oben? Im Norden, sagen wir mal im Norden, so ein bisschen. Ja, bei SOS oder? SOS, ja, allgemein, wir vom SOS. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine große Einrichtung. Aber dann in Bremen, Hamburg. In Bremen gibt es eins, Hamburg gibt es eins, in Lütgenburg wird eins entstehen. Also Berlin ist für Sie wahrscheinlich nicht mehr Norden, sondern nur für den Bayern. Das für uns ist es noch in der Region. Na, für uns ist es, na gut, kann man auch. Genau, Brandenburg. Denke ich, die sind unterschiedlich groß, die Familienzentren, die wir aufbauen. Es kommt immer darauf an, was wir schon für ein Angebot vor Ort haben. Wir werden wahrscheinlich nicht an ganz neue Standorte gehen, sondern schauen, dass die Familienzentren immer mit etwas verbunden sind, was wir vor Ort schon haben. Und dann gibt es ganz verschiedene Modelle. Wenn wir vor Ort eine Kindertagesstätte haben, bietet es sich oft an, das da zusammenzufügen. Hier hat es sich angeboten, dieses Gebäude extra anzumieten. Wenn wir ambulante Hilfen haben, ist es oft eine Möglichkeit, es damit zu kombinieren. Uns geht es nicht darum, alles über einen Kamm zu scheren, sondern immer die beste Möglichkeit für das zu finden, was vor Ort vorhanden ist und wie der Bedarf vor Ort ist. Gibt es irgendwie eine Planung demnächst, dass noch irgendwas hier oben entsteht, noch mehr irgendwie Familienzentren, irgendwie ein paar Kilometer weg vielleicht noch eins? Das wäre sicherlich wünschenswert und schön, aber SOS muss mit seinen Möglichkeiten haushalten. Von unserer Seite aus wollen wir erstmal die Dinge, die wir jetzt hier in Deutschland haben, möglichst gut machen und die auch gut fördern und unterstützen. Aber wir arbeiten natürlich auch gerne mit anderen Trägern zusammen, die jetzt hier im Umfeld oder Nachbarschaft etwas machen. So haben wir ja viele Kooperationen und sind eben auch Teil des Netzwerks Früher Hilfen hier. Das wäre die Möglichkeit, mit der wir in nächster Zukunft realistisch umgehen können. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Ja. Vielen Dank. Und ich glaube, wir sehen uns dann am 31. Mai wieder. Genau. Da haben wir den nächsten großen Event hier. So, am 4. April? Nein, dann haben wir den nächsten großen Event am 31. Mai. Am 4. April ist Eröffnung. Willkommen, Stadt. Willkommen. Achso, das werden Sie ohne mich feiern müssen. Ich werde den Gedanken dabei sein. Hallo, wir sind heute hier im SOS Kinderdorf und ich bin Nele. Und das ist Bianca. Und wir möchten einmal zwei besonders ehrenamtliche Mitglieder hier interviewen. Sie heißen? Ich heiße Siegfried Helfsgott und komme aus Griebenow. Und ich bin Heidemarie Helfsgott. Ja, und unsere erste Frage an Sie. Wie sind Sie eigentlich auf dieses SOS-Kinderdorf hier in Grimm gekommen? Ja, eigentlich ich durch die Zeitung. Ich habe es gelesen, bin Rentner und habe gedacht, da könnte ich mich ein bisschen aktivieren, ein bisschen was tun, vielleicht mal gebraucht werden. Und das war eigentlich dann der Hintergrund. Und Sie? Bei mir war das Gleiche, da meine Frau mich freundlicherweise mitgenommen hat, bin ich dann hier gelandet und möchte mich mit einbringen mit technischen Sachen oder wenn baulich was zu machen ist, überall. Wo eine Hand gebraucht wird, das ist sicherlich in diesem Haus an vielen Ecken, möchte ich da gern mithelfen.
Ja, also was mich mal interessieren würde, warum machen Sie das ehrenamtlich und ob Sie das auch gerne machen? Natürlich, sonst würde ich ja nicht hier sein. Ich mache es sehr gerne sogar, weil da auch Menschen dranhängen und mit Menschen arbeiten ist eben halt ja auch für mich eine Bereicherung eigentlich. Ansonsten würde ich zu Hause sitzen und stricken oder irgendwas tun. Rätselraten. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass Rentner das unbedingt machen. Viele sitzen ja wirklich zu Hause. Und wie oft sind Sie denn hier? Also ich hatte gesagt, dass ich 2 Tage in der Woche bereit bin, hier mitzuhelfen. Und Sie sind dann ebenfalls hier? Ich bin auf Abruf. Wenn irgendwelche Probleme sind und eine Hand gebraucht wird, dann reicht ein Anruf und dann bin ich hier. Ja, das klingt wirklich toll und das ist eine tolle Sache, dass Sie das so machen für die Menschen hier. Ja, also das finde ich eigentlich auch. Möchten Sie uns sonst noch etwas dazu erzählen? Also, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir sind ja auch noch nicht sehr lange hier, aber das Personal ist sehr nett, freundlich. Also es macht Spaß, hierher zu gehen. Es ist locker alles und ja, es macht eben halt Spaß. Ja, das ist ja mit das Wichtigste eigentlich. Also das war's. Auch schon ging und mein Leben wird so enden.